Wir haben einfach diese Verbindung zum Süßen immer noch in unseren Genen, weil das immer bedeutet für uns, es ist gut, es tut uns gut und es versorgt uns sehr schnell mit Energie. Und auf Null runterfahren ist fast nicht möglich, weil 75% unserer Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden, haben Zucker zugesetzt. Also es ist fast unmöglich zu sagen, ich fahre das auf Null und es muss auch nicht sein. Wirklich auch diese Zucker, die dann andere Namen bekommen oder was dann einfach schön klingt, ja, wie mit natürlicher Süße oder ohne Süßungsmittel, was gar nicht bedeutet, dass da kein Zucker drin ist, sondern da ist ganz viel Zucker drin. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Insta-Live-Experten-Talk von Eat Smarter mit Dr. Brigitte Bäuerlein, Ökotrophologin und Dozentin. Und Brigitte wird uns heute über das Thema Zucker aufklären. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Und ich habe gerade schon mal gesagt, du bist Ökotrophologin und du hast ein Buch zum Thema Zucker geschrieben. Mhm. Magst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Vielleicht kannst du es auch einmal zeigen. Ich kann es zeigen. Super. Ich habe es hier. Das ist der Zuckerkompass, erschienen im Trias Verlag. Und der Zuckerkompass war ein Werk gemeinsam mit meiner Kollegin und Wissenschaftsjournalistin Irmingard Dexheimer. Und warum haben wir das gemacht? Weil es gibt ja schon so viele Bücher zum Thema Zucker, aber alles sind irgendwie Challenges, alles sind irgendwie Versuche halt mit Rezepten oder so vom Zucker loszukommen. Und wir haben es mal ganz anders versucht. Wir haben nämlich die aktuelle Wissenschaft mal bemüht und geguckt, wie sieht es denn wirklich aus? Gibt es da Mythen? Wie ist es denn ganz genau? Was ist mit der Zuckerkennzeichnung? Wir haben sogar mal ein bisschen die Politik befragt. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu tun. Mal gucken, was unser neuer Ernährungsminister, der Cem Özdemir, da noch so drauf hat. Meine Kamera schaltet sich immer weg. Ich tippe mal immer drauf. Und das war eben so eine Intention für uns zu sagen, wir machen noch mal ein Werk oder ein Buch, was den Rest auch so ein bisschen abdeckt und ja, und was so auch ein bisschen einen Anspruch auch hat. Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend, ne? Weil du auch sagst, natürlich ist das politisch auch ein Thema und auch was die Kennzeichnung so angeht, da gibt es ja einfach ganz, ganz viel, was wir alle noch gar nicht wissen oder was die meisten noch nicht wissen. Ja, so ist es, genau. Und das ist schon viel Arbeit und tatsächlich hat vielleicht der eine oder andere jetzt von unseren Teilnehmern, die jetzt gerade drauf sind, auch schon mal festgestellt, wie kompliziert das manchmal ist, anhand von den Kennzeichnungen rauszufiltern, was ist da denn jetzt drin? Also Irmegard und ich haben uns sogar manchmal schwer getan, wirklich auch diese Zucker, die dann andere Namen bekommen oder was dann einfach schön klingt, ja, wie mit natürlicher Süße oder ohne Süßungsmittel, was gar nicht bedeutet, dass da kein Zucker drin ist, sondern da ist ganz viel Zucker drin. Also natürlich gibt es in der Kennzeichnung auch Möglichkeiten, dem Ganzen so einen Heiligenschein zu geben, sodass der Käufer oder der eben das Lebensmittel sich jetzt gerne kaufen möchte, denkt, das ist was besonders Gutes. Ja. Und da haben wir nochmal ganz genau hingeschaut und haben uns sehr viel Mühe gemacht, das nochmal auseinander zu pflücken. Ja, ja, super. Okay. ja, vielleicht erstmal, um so ein bisschen zu verstehen, was ist Zucker überhaupt, was passiert, wenn wir Zucker essen? Was passiert denn im Körper, wenn wir Zucker essen? Also erstmal versorgt uns Zucker mit Energie. Das machen ja andere Lebensmittel natürlich auch. Aber der Zucker kann das ganz besonders gut, weil der quasi ohne, dass der Körper noch viel Energie mitbringen muss, uns direkt und ganz einfach mit Energie versorgt. Und das hat auch seinen Sinn, weil das für in der Evolution für das Überleben gesorgt hat. Und da war süß eben auch etwas, was uns immer am Leben erhalten hat. Das heißt, wir sind halt viel mehr Urmensch, als wir denken. Und in uns steckt auch viel mehr Urmensch. Wir haben einfach diese
diese Verbindung zum Süßen immer noch in unseren Genen, weil das immer bedeutet für uns, es ist gut, es tut uns gut und es versorgt uns sehr schnell mit Energie. Und jetzt ist die Frage, wie kommt der Zucker natürlich in uns an? Und da gibt es große Unterschiede. Also der Zucker kann natürlich ankommen, ich sag mal, verbunden mit anderen Dingen im Obst, in so einer natürlichen Matrix, mit Ballaststoffen und Wasser, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann kommt der Zucker relativ langsam im Blut an. Aber trinken wir jetzt zum Beispiel Softdrinks, die sind auch sehr gut untersucht in der Wissenschaft, weil das natürlich nur Wasser und Zucker ist, dann schießt uns der Zucker förmlich ins Blut rein, überlastet dann auch löst Blutzuckerspitzen aus und kann dann auch wirklich, wenn es häufig ankommt und in großen Mengen ankommt, natürlich auch gesundheitliche Probleme machen. Okay. Und hat Zucker auch, oder wenn wir jetzt mal von diesem nicht natürlichen Zucker sprechen, ne, in dieser natürlichen Matrix, sondern so von diesem Industriezucker, der zugesetzt ist, oder auch in Getränken, hat das auch eine Wirkung aufs Gehirn? Ja, in jedem Fall. Also da ist es auch so, ich habe ja gerade gesagt, wir sind auch süß konditioniert, also wir lieben das. Das heißt, Zucker und Süßes hat einen sehr, sehr hohen Belohnungseffekt. Und die Wissenschaft hat also da auch herausgefunden, dass besonders Zucker in Kombination mit Fett, also unsere heißgeliebte Schokolade, ja, mit dem Schmelzeffekt, dass das einen sehr, sehr hohen Belohnungseffekt auslöst im Gehirn. Und der ist so stark, wenn man sich auch noch dran gewöhnt hat mit dieser Kopplung, da erzähle ich gleich noch was dazu, dass der so eine intensive Wirkung hat auf das Gehirn, dass auch Sättigungssignale überschrieben werden. Das heißt, wir greifen halt immer wieder hin zum Zucker. Okay, obwohl wir vielleicht auch gar keinen Hunger mehr haben, ne? So. Ganz genau. Ja. Das ist ja auch das, so das Süße geht immer und wirklich, es ist oft die Kopplung. Also jeder darf bei sich mal schauen, wo ist das denn der Fall? Also habe ich so Situationen wie der Espresso immer einen Keks dazu oder ich esse abends immer noch mal was Süßes auf der Couch. Ja, kommt das häufig vor oder Tiefkühltruhe auf Eis rausholen jeden Mittag? Das sind auch sehr starke Kopplungen, die wir lernen, die das Gehirn dann abspeichert und dann immer wieder will, also immer wieder auch die Signale schickt. Ja, genau, ne? Das kennen wahrscheinlich die meisten. Jeder hat so seine Gewohnheiten, wahrscheinlich auch was den Zucker angeht, ne? So genau. Seine Rituale. Jetzt hört man ja wirklich manchmal, dass Menschen sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich bin so richtig süchtig nach Zucker. Kann man das sagen, dass das so ein richtiger Suchtfaktor ist? Also so ein Suchtfaktor, das haben wir auch untersucht, wie eine klassische Sucht in Form von einer Drogensucht oder Alkoholsucht ist es tatsächlich nicht, weil das spricht auch nochmal andere, andere Mechanismen an im Gehirn. Aber es ist wirklich dieses regelmäßige Essen, diese Gewöhnung an das Süße, also diese Süßschwelle möglichst hoch zu halten und auch hoch zu haben. Und es ist auch nochmal diese Kopplung mit unserem Verhalten. Also diese drei Dinge gemeinsam genommen, das macht es uns wirklich schwer, so ein bisschen von dem Süßgeschmack wegzukommen. Susanne fragt schon oft nach dem Mittagessen was Süßes. Genauso ist es, Susanne. Also da ist es wirklich oft die Kopplung, ist einfach die Gewohnheit. Ja? Und wir essen halt gerne ein Dessert und genau dieser Austausch auch immer der verschiedenen Geschmacksrichtungen, die wir gerne haben, also mal deftig, mal süß, das macht es uns dann auch ein bisschen schwer. Also es geht nur der Weg, das zu durchbrechen, ja, also und versuchen, das besser zu machen. Genau. Ja. Und kann man da sagen, oh, diese ganzen Effekte, die der Zucker hat, wäre es am besten, wenn man gar keinen Zucker mehr isst? Oder? Ach, Maja, das muss gar nicht sein. Also es ist ja so, dass wir, das ist auch dann, ich denke, wenn man so einen radikalen Schnitt macht, ist es immer unglaublich schwer, das durchzuhalten. Und auf Null runterfahren ist fast nicht möglich, weil 75% unserer Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden,
haben zugesetzt. Also es ist fast unmöglich zu sagen, ich fahre das auf null und es muss auch nicht sein. Aber wir Deutschen essen im Schnitt 100 Gramm und das ist einfach das Doppelte, was die Gesellschaften, die Fachgesellschaften vorgeben. Es sollte 10% deiner Gesamtenergie sein, das ist ein bisschen kompliziert, um es einfach zu machen, so im Durchschnitt 50 Gramm am Tag. Und da darfst du mal schauen, wo kommen deine 50 Gramm daher. Also kommen die jetzt zum Beispiel aus dem Frühstück, aus dem Fruchtjoghurt, kommen die aus der Schokolade, kommen die eben aus den Süßgetränken oder setzt du Kaffee, gibst du Kaffee immer ein bisschen Zucker dazu, solche Dinge. Und jeder darf bei sich mal schauen, wo sind meine Zuckerfallen und wo sind meine Zuckerquellen auch und da nochmal genauer hingucken, wo kann ich Zucker einsparen. Und es ist manchmal einfacher als gedacht, wenn ich die entlarve, wenn ich das dokumentiere und dann versuche, Alternativen zu finden. Das wäre, denke ich, ein machbarer Ansatz. So mache ich das auch in der Beratung. Ja, ja. Du hast ja eingangs schon gesagt, ne, es gibt verschiedene Kennzeichnungen. Und hast du da so ein paar Tipps für uns, wo man jetzt, ne, oder 75% aller Produkte im Supermarkt enthalten Zucker. Hast du da so ein paar Tipps für uns, worauf man jetzt beim Einkauf achten könnte, um auch mal so ein bisschen so einen Überblick und ein Gefühl dafür zu bekommen? Ja, also wir haben ja immer auf jedem verarbeiteten Lebensmittel, wir sagen Front on Package, also direkt vorne drauf, haben wir ein Nährwertkennzeichen. Und das ist meine erste Orientierung. Da steht drauf, wie viel Kohlenhydrate in diesem Produkt enthalten sind. Kohlenhydrate sind ja auch Zucker in einer anderen Form. Und wenn ich da nochmal weiterschaue, steht von den Kohlenhydraten davon Zucker. Und dann ist die Menge pro 100 Gramm angegeben. Und meine Empfehlung wäre, kein Produkt zu kaufen, das mehr wie 5 Gramm hat. Also das ist nämlich schon eine ganze Menge. Kommt natürlich darauf an, was es jetzt ist und wie viel ich davon esse. Aber das wäre die erste Orientierung. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was für Zucker sind das denn und in welcher Form sind die da drin. Deswegen muss ich im zweiten Schritt das Zutatenverzeichnis anschauen. Und wenn da schon an erster Stelle sich Begriffe finden, die mit Zucker zu tun haben oder die mit It oder Ose enden, dann ist viel Zucker drin. Okay. Jetzt war hier gerade nochmal die Frage, das ist ja auch immer was, ne? Dann gibt es gerade so viele gesunde Alternativen und viele fangen dann an, nur noch mit Datteln zu süßen und Agavendicksaft und so weiter. Mhm. Sind denn solche Alternativen, also ist da ein Unterschied erstmal zwischen so weißem Industriezucker oder jetzt Zucker aus Datteln oder aus Ahornsirup? Mhm. Also erstmal ist es so, dass die Alternativen auch größtenteils aus Saccharose, also auch aus dem Haushaltszucker bestehen, der ja hälftig aus Traubenzucker und hälftig aus Fruchtzucker besteht. Das ist ein Zweifachzucker. Und dieser Industriezucker, also wie wir ihn kennen, in der gleichen chemischen Formel findet er sich eben auch in so natürlichen Süßungsmitteln wie jetzt Honig, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Reissirup. Also ist das wirklich am Ende, wenn ich es gegessen habe, kein Unterschied für den Körper, weil er aus all diesen alternativen Zuckern auch im Prinzip Zucker für seinen Stoffwechsel nutzt. Ja. Aber der Vorteil ist doch manchmal auch so, dass wenn man zum Beispiel, ich komme hier in der Nähe aus dem Rheinischen, hier in Gevelsberg, das Rheinische ist nicht weit weg, und hier gibt es eine Spezialität, das ist der Rübenzucker. Und dieser Zucker bringt zum Beispiel auch ganz ordentliche Mengen an Eisen mit, aber auch einen bitteren Geschmack. Und wenn so eine kleine Bitterkeit dabei ist, dann essen wir auch weniger davon. Und, Maya, wenn der Zucker einfach 10 Euro das Kilo kostet, dann überlegst du dir das auch, ob du davon viel konsumierst und viel verspeist, weil das hat natürlich auch nochmal so einen Effekt. Aber nochmal kurz gemacht, alle natürlichen Zuckeralternativen sind am Ende im Körper auch normale Zucker. Mhm. Und wahrscheinlich auch noch, ne, wenn ich jetzt mit dem Rübenzucker dann selber süße, kann ich ja auch bestimmen, dass ich ein bisschen weniger nehme, als wenn ich mir jetzt Süßigkeiten kaufe oder einen fertigen Schokojoghurt oder Fruchtjoghurt. Ganz genau. Also deswegen ist alles, was du selbst machst in deinem Essen, das kannst du steuern. Alles, was du selber machst,
Da kannst du selber auch entscheiden, wie viel Zucker gebe ich jetzt dem Produkt zu, welchen Zucker gebe ich zu, möchte ich einen karamelligen Geschmack. Es gibt ganz schön den Muscovado-Zucker als Rohrzucker zum Backen, auch sehr lecker. Da brauche ich dann einfach auch weniger und gehe bewusster damit um, wer. Auf jeden Fall auch noch mal eine Idee, wenn ich so ein richtiger Zucker-Junkie bin, das mal zu probieren. Ja. Okay, jetzt ist hier gerade noch mal eine Frage, das ist ja gerade auch irgendwie so mega verbreitet und angesagt, Chunky Flavor, ne, das sind dann ja so Süßstoffe auch. Was hältst du denn davon? Also von so Alternativen dann? Ja, weißt du, was du damit tust? Du ersetzt die Süße. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich insgesamt von dem Süßempfinden weg. Das heißt, wir wollen ja uns neu uniformieren. Wir wollen unseren Geschmack, unsere Süßschwelle neu programmieren. Und da gibt es halt nur den Weg, die Süßschwelle runter zu regulieren. Und bei Süßstoffen wird die Süßschwelle sehr hoch angesetzt, weil die sehr viel Süße mitbringen. Und zum Beispiel bei Kindern würde die ja so Süßsensibelchen auch sind und Geschmackssensibelchen, würdest du damit das erreichen, dass diese hohe Süßschwelle, also wenn die dann mal irgendwie Obst essen, dass das ein Apfel fad schmeckt. Ne? Also umtrainieren und da helfen Süßstoffe halt nicht, aber sie helfen, wenn ich wirklich versuchen will, Gewicht zu reduzieren, aber dann auch nur mal, ja, wenn das Lebensmittel, wenn da nicht Süßigkeiten obendrauf kommen zum Essen, die mit Süßstoff gesüßt sind, sondern nur dann, wenn ich etwas ersetze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kuchen, nee, einen Kuchen, da ist das schlecht mit den Süßstoffen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Süßspeise mache, eine Quarkspeise, und ich gebe da so ein bisschen Süßstoff rein, weil ich jetzt Kalorien sparen möchte, würde ich sagen, ja. Aber dennoch die Süßquelle. Und das andere Problem ist auch, das haben wir auch festgestellt in der Forschung, ist es auch ein bisschen uneinheitlich, was die Süßstoffe mit unseren Darmbakterien anrichten, weil Süßstoffe an sich keine wirklich natürlichen, artgerechten Nahrungsmittel sind, die der Körper nicht als solche identifiziert. Und dann sind die Bakterien sozusagen etwas verwirrt. Und wenn die das nicht gut zuordnen können, schützen sich die Bakterien und melden Entzündung. Und diese Entzündungswerte können dann im Darm, wo ja auch sehr viele Mastzellen und Lymphozyten sitzen, also unser natürliches Immunsystem, die können dann so alarmiert werden. Und das führt auch wieder, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, im weiteren Verlauf, im Stoffwechsel dazu, dass man zum Beispiel auch eine Erkrankung wie eine Insulinresistenz triggern kann. Das heißt also, Insulin wirkt dann nicht mehr so gut an der Zelle und das kann tatsächlich einen Diabetes machen. Also deswegen sind die Süßstoffe, finde ich, nur dann eine Alternative, wenn ich Kalorien wirklich ernsthaft einsparen will und abnehmen möchte und auch wohl überlegt und dosiert. Ja. Magst du noch mal erklären, weil das ist ja auch wirklich was, was leider immer mehr Menschen betrifft. Ne, die meisten kennen ja einen Diabetes Typ 2, aber was so eine Insulinresistenz ist, also was passiert da im Körper und wie entsteht die? Ja, Insulinresistenz ist quasi die Unwirksamkeit des Insulins an der Zelle. Also wenn wir etwas essen, also jetzt zum Beispiel Zucker, gelöst als Cola 100 Gramm da auf einmal ankommen im Körper, dann mobilisiert die Bauchspeicheldrüse Insulin, das ist ein Hormon. Und dieses Insulin nimmt den Zucker sozusagen im Blut und transportiert ihn weiter zur Zelle, klopft an der Zelle an und sagt, hallo, ich habe hier was abzugeben, den Zucker brauchst du was, ich will dich mit Energie versorgen. Und dann sagt die Zelle, nein, wegen Überfüllung geschlossen, ich kann nicht mehr aufnehmen. Und dann ist das Insulin eben mit dem Zucker im Schlepptau im Blut unterwegs. Das nennen wir Insulinresistenz. Also es wirkt nicht mehr an den Zellen. Und das kann zur Folge haben, eine Vorstufe von Diabetes und natürlich auch das Thema Übergewicht, weil das ist ja unser Kernthema immer, wenn sehr starkes Übergewicht auch getriggert wird durch viel süßes Essen,
dann sind wir eben auch immer mit so einem kleinen Schritten auf dem Weg in so einen Typ-2-Diabetes, auch Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung. Also auch das kann in der Summe ein hoher Zuckerkonsum natürlich alles machen. Und das ist halt immer auch die Ursache der Überernährung. Also wir essen halt zu viel und Zucker kommt ja immer in Lebensmitteln daher, die wir jetzt nicht unbedingt so brauchen für unsere Gesundheit. Und deswegen ist es so, dass der Zucker halt immer noch mal aufs Kalorienkonto obendrauf kommt. Ja, ja. Jetzt war hier gerade schon so eine kleine Diskussion beziehungsweise Frage. Xylit ist ja auch gerade sehr beliebt. Und da ist jetzt die Frage, hat das auch diese Wirkung auf den Blutzucker und die Insulinausschüttung? Und wie sieht es auch mit Stevia aus? Genau. Also vielleicht beim Stevia mal angefangen. Stevia gehört zu den Süßstoffen, die man auch im Labor machen kann. Und Stevia ist bei weitem nicht so natürlich, wie es immer daherkommt, sondern es wird aus der Stevia-Pflanze auch sehr kompliziert mit viel Chemie rausgelöst. Und am Ende bleiben diese Stevia-Glykoside übrig, die genauso zu sehen sind wie andere Süßstoffe auch. Also das ist kein Vorteil. Und Stevia hat noch den Nachteil dieser sogenannten Fehlgeschmacke, also diese Off-Tastes, schmeckt oft ein bisschen bitter oder wenn es warm wird, auch so lakritzig, mögen wir eigentlich nicht so gerne. Dann gibt es noch, was hier auch immer kommt, Xylit, Maltit, Mannit, Erythrit. Die Handelsnamen sind Zucker mit X oder Zuckerlight zum Beispiel. Das sind Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohole, die kaum eine Blutzuckerwirksamkeit haben. Das ist der Vorteil, die auch kein Karies machen. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Aber was die machen, sind Verdauungsbeschwerden. Und deswegen steht da immer auch auf den Lebensmitteln drauf, kann Verdauungsbeschwerden machen. Also das sind nämlich sehr kleine Moleküle, die im Darm sehr viel Wasser aufnehmen und dann insgesamt auch Gase binden und für Unruhe im Darm sorgen und Durchfälle und einfach auch einen aufgeworfenen Bauch und sowas machen können. Also die vertragen nicht alle gut, bis auf Erythrit. Erythrit hat eine ganz gute digestive Toleranz, sagen wir, also eine gute Verdaulichkeit. Und das ist ein bisschen die Ausnahme. Nur bei Erythrit ist es leider so, dass das keine guten Backeigenschaften hat. Also es löst sich nicht gut. Es knirscht dann so in so einem schönen Biskuitknirsch dann mit den Zähnen drauf rum. Ist also auch nicht so toll. Ja, also die Zuckeraustauschstoffe sind auch teuer. Und auch die sind süß. Und am Ende des Tages weiß ich nicht, ob sie dann den deutlichen Vorteil haben, weil wir ja vom Süßempfinden wegkommen wollen. Ja. Ja, magst du uns noch einmal sagen, am Anfang hast du schon gesagt, ne, mal so die eigenen Gewohnheiten anschauen. Mhm. Also wie kommen wir da so Schritt für Schritt jetzt so ein bisschen weg von dem Süßen? Genau. Schritt 1 und die wichtigste Empfehlung, meine persönlichen Zuckerfallen entlarven. Heißt also, ich kann mir mal 2 Wochen die Mühe machen, aufzuschreiben, also ein Ernährungsprotokoll zu führen und tatsächlich auch mal zu gucken, boah, wie viel Zucker kommt eigentlich bei mir so zusammen. 50 Gramm dürfen es ja sein. Ich finde das immer noch ein bisschen zu viel. Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt diese strenge 25 Gramm Menge. Das wäre natürlich fantastisch, wenn man das schaffen würde. Also hinschauen, wo sind meine persönlichen Zuckerfallen? Das wäre das Allererste. Wenn ich die entlarvt habe, dann kann ich nach Alternativen suchen oder verdünnen, anfangen etwas zu verändern an diesem sehr süßen. Also ich kann zum Beispiel Naturjoghurt mit Fruchtjoghurt mischen oder Quark drunter mischen. Ich kann Süßgetränke verdünnen. Ich kann sukzessive aus den Getränken, wenn ich Zucker zugegeben habe, Zucker wieder da rausgeben, nehmen oder auch nochmal mit Wasser verdünnen. Ich kann auch versuchen, mein Kochverhalten etwas zu verändern und Gewürze einzusetzen, was fantastisch ist, weil es gibt sehr, sehr viele Gewürze, die sehr süß schmecken auch, allen voran Zimt, Anis, Fenchel,
solche Dinge oder Tonkabohnen gerieben. Also da gibt es ganz viele Ideen, wie man auch Geschmack an die Speisen ranbringt, was dem Gehirn gefällt, ja, weil es halt mal nicht süß ist, sondern weil es halt mal nach Vanille schmeckt oder nach Zimt schmeckt. Und dann ist eben auch die Idee, die Süßschwelle runterzusetzen und auch am Ende des Tages neue Ernährungsmuster einzustudieren, also dass ich das beibehalte. Und dann muss es nicht die krasse Challenge sein, wo ich den Zucker auf Null runterfahre, sondern das kann mal ein paar Wochen dauern, aber dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Zuckerkonsum halbiert. Das wäre ja auch schon echt ein toller Erfolg, ja. Ja. Jetzt ist hier gerade noch mal eine Frage, wie viel Obst am Tag wäre denn so empfehlenswert und auch in Form von frisch gepressten Säften? Was sagst du dazu? Ja, Obst an sich finde ich toll. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 2 Portionen am Tag. Ich persönlich bin eher für 1 Portion am Tag, weil Obst eben doch auch Zuckermengen mitbringt, vor allem auch Fructose. Und ich sehe es auch bei mir in der Beratung, dass Menschen, die sehr viel Obst essen und jetzt sich zum Beispiel auch Smoothies zubereiten oder Obst, also Zitrusfrüchte pressen, sehr süße Orangen, dass die ganz hohe Fettwerte plötzlich haben, obwohl sie normalgewichtig sind. Das gilt nicht für alle. Es ist auch ein bisschen die Genetik. Aber dennoch, wenn ich Obst in großen Mengen esse und wenn ich es natürlich presse in Form von einem Obst-Smoothie, was ja dann so ein gepresster Obstkorb wäre, das ist dann manchmal zu viel. Also kommt halt sehr viel Fruchtzucker im Darm an und der Darm schützt die Leber. Also der versucht, die Leber nicht zu überfordern, weil Fructose in der Leber eben auch zu einer Fetteinlagerung führt. Und das kann auch zu einer nicht alkoholischen Fettleber führen. Also man kann eine Fettleber bekommen durch einen hohen Konsum, nicht nur an Obst, sondern auch natürlich an Haushaltszucker oder sehr süßen Sachen. Aber der Fruchtzucker spielt da, das haben wir auch in unserem Buch herausgefunden, eine entscheidende Rolle. Ja, total spannend, ne? Weil das ist ja auch oft gar nicht so bewusst, ne? Dass zu viel Obst und dann auch gerade in Form von Säften oder Smoothies dann auch nicht so gut tut. Jetzt ist hier nochmal eine Frage zu den empfohlenen 50 oder strengeren von der WHO 25 Gramm. Zählt da auch das Obst schon dazu oder nur der Industriezucker? Das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage. Es handelt sich dann nur um den zugesetzten Zucker, also Zucker, der den Lebensmitteln zugesetzt wird, von den Herstellern oder von den Köchen im Restaurant oder das, was du deinem Essen zugibst an Zucker. Das würde dazu zählen. Nicht das in der normalen Matrix der verpackte Zucker oder der in der Lebensmittel natürlich vorkommt, wie zum Beispiel der Milchzucker in der Milch. Das sind ja auch 3 Gramm pro 100 Gramm ungefähr. Oder eben der angefragte Zucker jetzt aus dem Obst, also intaktes Obst, Gemüse, Zucker aus den natürlichen Milchprodukten, das gehört alles nicht dazu, sondern nur der zugesetzte Zucker und Sirup, der zugesetzt wird. Das würde dazu gerechnet werden. Deswegen können wir ganz entspannt sein und all die Lebensmittel entlarven, die uns diesen zugesetzten Zucker mitbringen und da mal genau hinschauen, was kann ich verändern. Genau. Okay. Ja, super. Ich danke dir, Brigitte, für das Sehr, spannende sehr Interview. gerne. Ich Sehr, glaube, sehr da haben gerne. wir alle noch eine Menge zugelernt und sind Ja. inspiriert, da mal hinzuschauen, was wir denn so essen und wo überall Zucker Ja, steckt. absolut. Also es lohnt sich wirklich beim Zucker, weil es ist immer ein, ich sage jetzt noch nicht mal Nährstoff, es ist eben etwas, was immer bei der Ernährung noch oben drauf kommt, für Überernährung sorgt. Es ist das sehr Besondere. Und bitte esst euren Apfelkuchen bei der Oma im Garten und macht euch Sahne drauf und genießt den. Um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie sieht mein Ernährungsalltag aus? Was konsumiere ich tagtäglich in meinem normalen Alltag?
was steht im Homeoffice immer auf meinem Schreibtisch rum, was ist im Lehrerzimmer immer in der Schale drin, da sind immer Gummibärchen drin, jeden Tag hat einer Geburtstag und bringt was mit, wo kommen einfach meine Zucker her und da mal ein bisschen bewusster mit umgehen und genau. Super. Vielen, vielen Dank, Brigitte. Sehr gerne. Ja, und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich euch auch. Und ich halte nochmal meinen Zuckerkompass kurz in die Kamera. Also wenn ihr einfach Lust habt auf mehr Informationen, lade ich euch ein. Beim Trias Verlag ist ein Zuckerkompass zu haben. Und ja, also für alle Interessierten, die dürfen da nochmal ein bisschen weiterlesen. Genau. Vielen Dank, liebe Maya, für die Einladung. Ich war tatsächlich ein bisschen nervös. Ich mache ja sehr viel fürs Fernsehen, aber da bin ich nicht für die Technik verantwortlich und muss gucken, dass alles läuft. Aber es hat ja alles super geklappt, also alles Maya. Wir haben das gut vorbereitet und herzlichen Dank. Gerne. Genau, und macht's gut und entlarvt eure Zuckerfallen, ihr Lieben. Ja. Genau. Gut, dann. Ja, tschüss. Ciao.